So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 120. Folge von Forza Horizon 3, heute in einem wunderschönen Ferrari aus Italien. Es ist nämlich der Ferrari F12 TDF, oder das TDF für Tour de France steht. Ein sehr berühmtes Radrennen in Frankreich. Ist nämlich ein Sondermodell des F12 mit 780 PS, 40 PS mehr als in der Serie, und zwar aus einem 6,3 Liter V12 Motor, ohne Turbo, ohne Kompressor, ohne alles, reine Saugkraft. Das ist doch geil, oder? Das sieht auch ziemlich böse aus hier, der Kollege. Auch mal ausnahmsweise nicht in einem Rot, sondern dieser ist tatsächlich in einem Blau. Das kann mir nicht sein, weil Ferraris sind eigentlich immer rot in der Serie. Aber zumindest auch in Forza. Sind eigentlich alle Ferraris, die ich kenne, sind hier in Rot dargestellt. Da hier ist mal ein Blau, ist mal ein Sondermodell. Ist erhältlich in Forza als Teil des VIP-Paketes. Und boah, guck ich den Bösen an hier, ne? Auch eine riesige Motorhaube vorne. Alter, wie lang der einfach ist, ne? Und da ist auch ein dicker Motor drin. Muss auch Platz haben. Auch der aggressive Front hier sieht auch mal richtig böse aus. Auch das Blau, ne? Das passt doch irgendwie. Das kann schon was. Denn hier diese relativ langgezogenen Scheinwerfer finde ich geil. Denn hier, ja, ziemlich süße Felgen. Denn hier an der Seite noch ein Lufteinlass. Alter, das sieht schon böse aus. Da unten noch am Schweller noch so ein gelber Streifen. An der Seite noch mal Lufteinlässe und noch die Heckpartie, ne? Ist das Porno oder ist das Porno? Richtig, es ist richtig Porno. Immer noch der Innenraum. Guck mal kurz hier, mach mal die Tür auf. Man sieht es hier schwarz gehalten mit gelben Nähten. Oh, ist schon fett, ne? Erstmal werden wir da noch ein bisschen tunen, weil der ist viel zu langsam. Nein, da wird nicht viel dran gemacht. Motorleistung eh nicht, weil der hat genug. Aber wir können den Wagen noch tiefer legen. Uiuiuiuiui. Ach du Scheiße. Das ist nochmal eine Ecke tiefer. So, Stabis braucht der. Der Wagen ist auch ein wenig leichter als der normale F12. Der normale wiegt ja ca. 1,6 Tonnen. Der hier wiegt ja nur gut 1,5 Tonnen. Hat quasi mehr Leistung und weniger Gewicht, was ich sehr gut finde. So, wir könnten noch ein bisschen Gewicht abspecken. Ich würde sogar sagen, das brauchen wir nicht mal. Das lassen wir einfach so. Der Wagen, also das Gewicht, das ist in Ordnung. 1,5 Tonnen für Wagen dieser Leistung und dieser Ausstattungsklasse und auch für dieser Größe. Ist auch kein Kleinwagen hier. Das ist schon. Der Wagen ist nicht gerade winzig. Wo die Felgen sind echt ganz schön klein. Die müssen auf jeden Fall größer. So. Hier beim Motor machen wir. Okay, geht auch gar nicht mal viel. Also hier die Drosselklappen, Nockenwellen, Ventile und Öl und Kühlung. Aber eine Schwungscheibe geht immer. So, was geht denn hier Schönes? Bei Aerodynamik und Optik. Es geht hier vorne noch eine Vorzahllippe. Die sieht, wie ich sagen muss, also die sieht echt in Ordnung aus. Also bis auf diesen roten Abschlagparken könnte man die sogar dran machen. Machen wir natürlich nicht. Hinten geht auch ein Forza-Spoiler, der. Sag mal so. Es gibt schlimmere Forza-Spoiler. Der sieht sogar an sich nicht so mega verkehrt aus. Ist erstens viel zu groß und zweitens braucht das der Ferrari auch nicht. Aber er würde noch gehen. So, dann hier noch was. Wir könnten den Antrieb wechseln auf R-Antrieb. Machen wir natürlich nicht. Das ist ein Ferrari. Wir könnten einen Turbo reinklatschen, brauchen wir nicht. Saugmotor reicht auch. Aber bei Reifenfelgen gucken wir mal. So, Reifenbreite hinten. Was hat dann der gute Wert hinten? Eine Serie 315er. Und geht auf 345er, was wir auch tun werden. Und vorne von 275er auf 285er. Das machen wir natürlich auch. Die Felgen, die gefallen mir persönlich nicht. Die sind erstens so klein und zweitens irgendwie, die sehen nicht so schön aus einfach. Gucken mal, was es da besseres gibt. Nee, ich fange mal hier in der Kategorie an. Guck mal, allein die sehen schon gut aus. Von ADV1. Halt nur die in einer anderen Farbe, die würde sogar gehen, ne? Die ADV1, ADV05, Track Spec CS. Irgendwie mag ich die, aber die sind zwar schwerer, aber scheiß drauf. Auf die paar Kilo kann ich scheißen. Die haben was. Natürlich andere Farbe, das ist halt schon. Obwohl, warte mal, ich guck mal kurz. Uiuiuiui. Wenn nicht hier so eine dicken Felgen. Sieht scheiße aus. Ah, ja, das geht schon mal in die Richtung, die ich haben möchte. Oh ja. Ja, die hätten was.
Die Backen sind breit, ne, hinten? Alter. Das ist schon nicht gerade ordentlich. Nicht gerade wenig, meine ich. Ja, HE P107. Wir nehmen die erstmal. Also würde ich noch, gerne noch ein wenig größer. Obwohl das 20 Zoller sind. Wir machen 21er rauf, weil ich es kann. Weil ich es geiler finde. Hinten genauso. Also Ferraris, die können echt große Felgen vertragen. Oder größere. Ja, die Felgen, die sehen deutlich besser aus als die anderen. Deutlich besser. Ich würde mal bei der Reifen mal schon gucken. Wir können rauf machen Rennreifen und Horizon-Reifen und Offroad-Reifen. Ich denke mal, wir machen auf jeden Fall Rennreifen rauf. Ist die Frage, Horizon-Rennreifen oder die normalen? Doch normale. Mein Schriftzug, der ist zwar, die mögen viele sehr, aber ich finde den, ich brauche ihn nicht. Normale Rennreifen sollten reichen. Dann sind wir bei S2 942. Also schon echt ordentlich. Das glaube ich auch so ähnlich wie der Pagani Sonder vor 2 Folgen. Der glaube ich auch so einen ähnlichen Leistungsindex, so zwischen 930 und 950. Aber wir gucken mal bei den Farben. Vielleicht mal, da wird es eine kleine Auswahl geben. Und oh, gibt's tatsächlich, wir haben hier halt dieses Blau mit dem gelben Streifen. Dann noch alles hier wieder einfarbig. Natürlich so ein Grau. Was aber geil aussieht. Natürlich Rot, wer jetzt gedacht. Das sieht sogar bei den Wagen, ich finde es gar nicht mal so schön. Hier nochmal so ein Silber. Oh, oi, ein Dunkelblau, sieht richtig nice aus. Noch so was, naja, weißmäßiges, gelb, schwarz. Nämlich das Blau von vorn halt ohne die Akzente. Und, oh, mattgrau. Wir können eigentlich bei der Farbe bleiben, ne? Ich mag die eigentlich. Das Blau steht im Ferrari wirklich ziemlich gut. Aber wie breit vorne hier die Schnauze ist, ne? Aber diesem, ich finde, so ein bisschen böses Lächeln hat das, ne? Das sieht böse aus. Aber die Felgen wollte ich natürlich verändern. Die Frage, ja, matt wäre glaube ich schon nicht schlecht. Machen wir es Kohlefaser matt oder? Ich meine, sorry, ganz ehrlich, aber es sieht geil aus. Dann machen wir normales matt schwarz. Gucken mal. Ist man theoretisch nicht ganz so dunkel. Ja, wo ich finde, das vom Kohlefaser macht, das sieht böse aus. Nehmen wir mal. Den Einkaufswagen bitte. Ich finde, der Wagen kostet ja nichts. Wenn dreistellig, ich meine, nein, sechsstellig ist klar, so über 100.000. Was wird denn der Wagen kosten? Na, 300 vielleicht, 300.000? Oder sogar noch mehr. Ich meine, das ist ja sogar ein Sondermodell, ist ja der Tour de France. Der TDF, nicht nur der normale F12. Weil der ist ja schon ziemlich scheiße. Wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon richtig, dann richtig. Und von dem Wagen gibt es auch mittlerweile schon ein Nachfolgemodell, nämlich den 8.1.12 Superfast. Der wurde dann vorgestellt. War das auf der vom Genfer Autosalon? Ich weiß gar nicht. Aber der kommt auf jeden Fall, glaube ich, 2016 oder 17, 17 halt frühestens logischerweise, auf den Markt. Mit einem 6,5 Liter, also noch ein größerer Motor, 6,5 Liter V12 und 800 PS. Also nochmal ein bisschen stärker als der hier. Sieht doch ziemlich geil, sieht doch geil aus und. Uiuiuiui. Alter, ist so schön. Der normale F12, meine Güte, der normale F12, der sieht auch schon wirklich geil aus. Das hier, das ist. Boah, finde ich nochmal geiler. Das war auch in diesem Blau, nicht in dem Rot. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, der Wagen. Ich fahre mal kurz zur Straße vor. Der Wagen hat einen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. So muss das. Also auch was Ordentliches. Das fand ich jetzt schon geil. Ne? Auch der Drehzahlmesser da hier bis 10.000. Erst ab 9.000 der rote Bereich. Also du musst schon ordentlich hochdrehen. Das werden wir aber erst gleich hören. So, jetzt mal hier einstellen. Und mal kurz den Sound genießen. Alter. Der klingt ja ziemlich künstlich und unrealistisch. Ich find's geil. Durchtreten, ja. Sogar 9.500. Alter.
echt ordentlich. So. Und ich glaube, der Wagen. Alter. I like it. So. Ist die Autobahn. Mal kurz hier was, ein bisschen was ändern. Natürlich, wer jetzt gedacht, ich will den Wagen tiefer legen. Das geht ja noch, nicht? Ich meine, 10 cm, komm, das passt noch. 9 auf 100, 2,8 Sekunden. 9 auf 100 Meilen, 5,8 Sekunden. Top Speed 378, so wenig. Warte mal. Das kriegen wir noch besser hin. Ich weiß, der normale F12, der fährt nämlich über 400. 373. Geht echt nicht mehr. Das war jetzt ein bisschen, finde ich mal ein bisschen schade, ne? Ne. Echt nicht mehr. Der Wagen, der will einfach nicht schneller. Voll gemein. 374. Jetzt wird er wieder ein bisschen schneller. Das Krieger war wohl doch dann zu lange übersetzt. Der letzte Gang. 375,8. Ja, jetzt schon wieder ein bisschen besser in die Richtung. Meine, das ist trotzdem mega schnell, aber wenn der normale der geht, wenn man das Getriebe anpasst, über 400. Oder den siebten Gang länger machen und dann reicht das schon. Beim normalen. Dann fährt er tatsächlich auf Autobahn, wenn man halt wirklich da alles ausnutzt, über 400. Der wird aber schneller, Alter. Wollt ihr mich verarschen? 77,4. 78,2. Also mal ein bisschen mehr hier. Dann kommt 380 wenigstens. 379, 1. Na, jetzt nicht mehr, oder? 379,0. Wir machen mal wieder ein bisschen weiter, das Ganze. Und. Ne, mehr will er nicht. Alles aus dem Ferrari hier ausgesaugt. So, Getriebe, das kann relativ lang. Ich sag beim normalen F12 relativ lang. So. Sollte passen. Den Rest hier können wir so lassen, würde ich sagen. Ja. Dann gucken wir mal, was der Karren hier so läuft. Okay, das ist geil. Das ist richtig geil. Das war da gerade nicht so geil hier in Forza. Aber das ist geil. Halleluja. Gerade ein bisschen viel Verkehr hier. So, danke. Sieht aber böse aus von hinten auch. Bei der Heckscheibe da. Scheiße. Ja, ist wieder wenig viel Verkehr. Oh Gott. So. Der Wagen ist schon übel, ey. Der ist schon echt übel. Und hallo, Auto. Komm, 370, schaffen wir 370? Naja, schaffen wir auf jeden Fall. 374, 75. Nennt man aber da nicht, 370. Ist aber, denke ich mal, auch jetzt nicht so schlimm, ne? Also, langsam ist was anderes. Der ist geil. Hört sich geil an, ist auch relativ schnell. Natürlich der normale ist schneller. Schon wegen hier der Aerodynamik. Aber sonst. Oh, geil, das Ding. Der Sound, ne? Mal runterschalten. Dann auch ein Drehzahlbegrenzer. Oh. Einfach geil. So. Den drehen wir mal um, würde ich sagen. Kommen wir ja zurück jetzt, Outback. So, hier war der Cockpit an sich. Ist gerade relativ dunkel hier. Wir können auch was sehen. Wir haben Lenkrad hier. Um die 5 Lichter die Schaltanzeige. Bin ich bei fast jedem Ferrari. Der mittig angeordnete, gelb hinterlegte Drehzahlmesser mit Ganganzeige. Rechts hier der Tacho digital. Wie weit geht der Tacho? Bis 370 oder so?
Nee, mehr. Oder? Ungefähr. Ist ja weit genug. Gibt es ein paar andere Anzeigen. Hier auch am Lenkrad sieht man schon wieder Carbon. Sieht ja von innen aus wie ein Ferrari. Das ist nichts Spezielles, aber ich meine, sieht auch nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja. Was man nicht machen sollte, ist bei über 300 km/h, bei weit über 300 km/h, also die Nachstellung zeigen. Das habe ich nicht so gut. Alter, aber mega viel Grip durch ihren Reifen. Schon im zweiten Gang zu Vollgas geben. Das ist geil. So, weg da. Ja, Wagen? Boah. Der sieht schon echt geil aus, so. Würde ich mal sagen, geht jetzt auch wieder ans Fahren und nicht nur ans Dummreden. Mein Dummreden kann ich ziemlich gut. Was für Strecken nehmen wir denn hier schön? Ich bin dir da gefahren mit dem Lamborghini. Dem Sesto Elemento. Das war, glaube ich, auch schon 10 Folgen her. Oder? Das war ja schon so ein bisschen her. Deswegen nehme ich die trotzdem mal. Ich hoffe mal, dass ich da ganz gut abschneide. Boah, Alter, geil. Aber wirklich seit Folge 100, ne? Nur mega, mega geile Autos, die ich bisher gefahren bin. Die sind alle übertrieben nice. Das ist einfach so geil jetzt aufzunehmen. Hat so viel Spaß. Das ist quasi jetzt die letzte Folge vor der Aufnahmepause, die ich jetzt einlegen werde. Denn ich will The Witcher 3 ein zweites Mal durchspielen. Das braucht einfach Zeit. Und das ist nicht gerade wenig. So, wir nehmen jetzt mal. Wir nehmen mal 4 Ründchen. Morgen heiter. Yep. Super GT. Also ordentliche Konkurrenz hier. War von Mercedes, Aston Martin. Natürlich Ferrari selber auch. Jaguar fährt, glaube ich, auch mit. Was haben wir denn noch hier? Ich weiß gar nicht. Hier war richtig geile Teile. Und in der Klasse gefahren. Und Let's Play bin ich schon den AMG GTS, AMG GTR, den Aston Martin V12 Vantage S, den California bin ich gefahren. Was denn noch? Das war's, glaube ich, schon. Den SL65, falls ihr noch mitfährt. Oh, netter Wegelchen hier. Guck mal kurz. Genau, AMG GTR, normale AMG GTS, ein California T, DB11, SL65, ein SLS, ein Vanquish, ein F12 TDF, also einer von mir. Ja. Also wirklich sehr, sehr geile Fahrzeuge, die wir mitfahren. Auch eine ziemlich geile Klasse. Alter, der Start ist geil. Das ist richtig geil. Alter. Ja gut. Bin ich ganz so vorteilhaft. Alter, geht er ab. Das macht Laune. Fährt sich auch voll geil. Im vierten Gang geht es hier super raus. Die ersten Warten gehen mal weg da. Oh, Leute. Komm hier vorbei, ey. Danke. Der Wagen fährt sich wirklich einwandfrei. Alter, hat der viel Grip. Hat die Kurve so gut mit so viel Gas nehmen. Mega schnell. Gestern war leider nicht so gut. Warte mal, ich. Nee. War ein bisschen spät. Den vierten schalten, zack, Vollgas. Der Wagen so souverän. Das war das gerade aber nicht so geil, ne? Oh, warum ist der so schnell, der RTDF? Alter, ne? Ja, Fabian, der Wagen fährt sich geil, aber verbremsen ist nicht so gut. Ja, jetzt haben wir ein bisschen früher Gas gegeben. Good job, Fabian. Very good job.
nicht querkommen. Dafür bremsen sie nicht so hart lenken. Ja, aber lenken ist an sich eine gute Sache, Fabian. Ah, ein paar Problemchen hier. Der Wagen hält sich awesome. So, komm. Ich dachte, mit der SL vor mir. Okay. Damit glaube ich an der nächsten Kurve, wenn ich richtig gut bin. Auf jeden Fall die KI sehr langsam. Geht diesmal nicht. Ist ja mega scheiße. Der Sechster, was denn hier los? Ich werde sicherlich nicht erster Platz, also richtig geil, aber auch nicht so mega kacke, ne? So, wieder früher Gas gegeben. Ja, es war gut. Komm, ja. Das war nicht schlecht. Fünfter, das geht gar nicht. Aber die dritte Runde war eigentlich in Ordnung. Also der zweite Teil der Runde, die zweite Hälfte. Die war echt gut. Weil allein in der ersten Kurve hier, in den ersten beiden Kurven, da hatte ich so viel Zeit. Uiuiui. Das aber funktioniert tatsächlich. Hab ich selber gewundert. Schauen wir nach Podium. Könnte man auch schaffen, ne? Auch nicht, weil wir glaube ich in Kalifornien, ja? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ist es, aber ich will den noch überholen. Ich krieg den noch, ja? Die Zeit haben wir noch. Wird vielleicht aber eine Folge mit über 30 Minuten. Wenn ich ja noch ein zweites Rennen fahren will, aber gut. Der Wagen so geil ist, warum nicht? Ein wenig die Brechstange genommen. Wollte immer noch wenigstens Dritter werden. Der AMG GT vor mir, nice. Du und sein war wieder schlecht, aber wenigstens noch auf dem Podium gelandet, war auch nicht ganz fair. Vor mir noch zwei mehr Mercedes. Alter, ja, der AMG GTR, ja gut. Rundenzeit zwar die beste, aber trotzdem nicht gereicht. Schade, aber trotzdem war eine geile Strecke und ein geiles Rennen. Die Wagen fuhr sich wirklich gut. Ja gut, aber ich meine, ein AMG GTR ist jetzt aber auch, ne? Ist halt auch ein AMG GTR. Der ist halt auch richtig, richtig geil. So, 15.000 CP, na gut, könnte ein bisschen mehr sein. Aber zweite drin machen wir noch. Auch wenn die Folge jetzt schon 23 Minuten lang ist. Das machen wir jetzt noch. Dann würde ich sagen, einfach nur ein schnelles, kurzes Sprintrennen. Das ist natürlich die gute Frage, welches? Weil hier im Outback gibt es ja quasi keine. Sind nicht dafür ausgelegt. Naja, das ist noch gerade so Outback. Nehmen wir mal das hier. So. Alter, wieder abgeht. Das ist nicht mehr normal. Es ist eine Frage, gut, da ist nichts mehr normal in dem Autos. Preis sind allgemein, ist nämlich krass alle. Das ist aber wirklich. Das ist vom Niveau her ganz, ganz weit oben. Und könnte man noch fast schon als Rennwagen bezeichnen. So göttlich, wie der sich fährt. Weil der normale F12, der ist auf dem Heck mega, mega leicht, finde ich. Muss echt aufpassen, aber bei dem hier. Das ist auch mit den Reifen. Alter, der hat so viel Grip, das ist einfach nur geil. Sagen hier beschleunigen. F12 hier aufschreien lassen. Sag fürs Abbiegen, mein Freund. So, noch gleich wieder da.
Ja, das ist noch gerade so Outback. So die Grenze Outback zu normaler Welt. Ja, das hier halt noch. So, Fernrennen. Machen wir. Was nehmen wir denn hier? GT-Cars? Nehmen wir jetzt mal GT, ne? Mit nasser Fahrbahn. Das kann lustig werden. Ich mach's trotzdem mal. Das glaube ich, war das jetzt leichter Regen oder schwerer Regen? Oder nur nasse Fahrbahn? Auf jeden Fall ein Regentropfensymbol. Das heißt meistens nichts Gutes. Komm, das schaffen wir auch. Okay. Harter Regen, würde ich sagen. Das ist schon nicht gerade wenig. Gleich niesen. Startet trotzdem relativ gut. Das ist für mich kein leichter Regen mehr. Das ist schon ziemlich starker Regen. Komm, Jaguar. Nein. Jetzt ist der Jaguar auch noch weg hier. Oh, shit. Alter. Er ist schon Zweiter. Der ging ja schnell. Er ist noch Zweiter, wohl eher. Ich habe gerade hier wirklich gemeine Kurven. Vielleicht viel verkacken kannst, aber auch viel rausholen kannst. Am vierten bleiben, naja. Das war, glaube ich, richtig. Ja, der ist ja voll, der liegt auch im Tempo vor, ey. Meine Güte. Aber trotz hier des Regens fährt er sich richtig gut. Alter, doch. Ich meine, es ist wirklich, es schüttet hier wie aus Kübeln, es ist richtig viel Regen. Ja, und da kommt aber trotzdem richtig so gut. Tja. Auch im dritten Gang hier, warte mal. Mega viel Grip. Ich sehe gerade aber nicht so viel durch den Regen. Das war nicht geil. So noch erster. Oh, der fährt sich richtig geil. Ich habe schon 20.000 Mal gesagt in der Folge, dass er sich geil fährt. Aber es ist einfach so, der fährt sich göttlich. Also Ferrari wieder mal. Good job. Very, very good job. Der normale S12 war so, ja, könnte besser sein. Und das ist hier quasi genau das, was ich F12 wollte. Fehler beseitigt. Hätte sich total super. Noch gerade hier noch gemütlich erster. Also auch bei Regen hier finde ich auch einen sehr, sehr guten Job. Wir fahren die Kurve mal am besten außen an. Halte ich für sinnvoll. Da geht auch vielleicht Vollgas. Yep. Naja. Ah, wird ehrlich Vollgas nehmen, der Typ hinter mir. Was fährt denn der? War das ein Aston? 177? Genau. Nice. Nice one. War richtig geil, Mann. Ohne Spaß. Auf jeden Fall der beste Wagen aus den letzten 10 Folgen im Let's Play. Mit Abstand. Mit wirklich nicht gerade geringem Abstand. Das war es aber leider wieder mit dieser Folge. Es hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Damit bedanke ich mich bei fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem neuen Auto. Allerdings erst nach der Aufnahmepause. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.